Michael James Perry wurde am 9. April 1982 in den USA geboren. Warum er und ein Freund am 24. Oktober 2001 beschlossen, den Eltern eines Freundes ihre Autos zu stehlen, ist heute nicht nachvollziehbar. Sein Freund klopfte an die Haustür und bat darum, das Telefon benutzen zu dürfen. Perry betrat durch die Hintertür das Haus und versteckte sich mit einer Schrotflinte bewaffnet in der Waschküche. Als das erste Opfer, die 50-jährige Sandra Stotler, zur Hintertür ging, schoss er ihr in die Seite. Die schwerverletzte Frau versuchte sich aufzurichten, doch Perry schoss erneut. Gemeinsam mit seinem Komplizen lud er die Leiche auf einen Truck, den sie in einem nahen See versenkten. Die beiden holten einen Freund ab und kehrten zum Tatort zurück. Als kurze Zeit später der 17-jährige Adam Stotler und sein Freund, der 18-jährige Jeremy Richardson, dort ankamen, überzeugte das Trio die beiden davon, dass ein Freund in einem Wald angeschossen worden sei und Hilfe brauche. Sie fuhren in den Wald. Dort soll Perrys Komplize schließlich die beiden jungen Männer erschossen haben. Die drei Täter fuhren gleich nach der Tat in eine Bar. 2 Tage nach der Tat wurde Perry nach einem Verkehrsvergehen angehalten, doch er lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Er gab sich als Adam Stotler aus. Als einige Tage später seine Komplizen verhaftet wurden, dauerte es nicht lange, bis auch Perry verhaftet wurde. Er gestand den Mord an Sandra Stotler und wurde vor Gericht gestellt. Er behauptete, das Geständnis sei von der Polizei erzwungen worden. Perry wurde dennoch zum Tode verurteilt und am 1. Juli 2010 durch eine tödliche Injektion hingerichtet. Seine Komplizen verbüßen lebenslange Haftstrafen.